Manuel Winter, bin jetzt seit erst anderthalb Jahren Obermeister in unserem Kreis hier für den Schwarzwald Bar. Also in unserer Innung ist es so, dass der Obermeister eigentlich so diese Überwachung von der Innung hat. Wir machen eine Kooperation auch mit den Prüfungen, dass wir da die Prüfungen mit überwachen, die Prüfungstermine setzen, die Innung eben terminieren, zusammenhalten, Veranstaltungen ins Leben rufen und dann auch durchziehen, natürlich planen. Ich bin jetzt auch dran, eben aktuell die ganzen Aufgaben etwas zu verteilen, dass natürlich der Obermeister auch etwas entlassen wird und verschiedene Positionen zu gründen. Auch ein Fachbeirat wird es bei uns bald wieder geben, das war jahrelang jetzt nicht da. Bei vielen Menschen, auch in meinem Alter, sind viele gar nicht wissend, was überhaupt eine Innung ist. Was machen überhaupt diese ganzen Verbände im Hintergrund? Welche Aufgaben hat man auch, wenn man vielleicht dazukommt und eintritt? Und da wollen wir einfach mal eine Aufklärungskampagne starten. Bei mir ist es so, ich war schon immer in meiner Ausbildung beginnend schon immer sehr, sehr engagiert. Ich habe auch in Stuttgart mit dem Landesinnungsverband schon immer in Kooperation gewesen. Ich bin dort auch im Herrenteam Trainer für die Landesmeisterschaften, habe auch selber damals viel an Meisterschaften teilgenommen. Und das war eigentlich so der Ursprung von allem. Da hat man so die ganze Community ein bisschen kennengelernt. Und ich fand es eigentlich immer toll, was da auch neben unserem Beruf alles noch stattfindet. Man braucht sehr viel Freizeit, die man dafür gibt. Auch ich habe mittlerweile Familie. Ist dann natürlich auch schwieriger. Aber dieses Engagement oder diese Kraft, so ein Ehrenamt auszuüben, holt man sich eigentlich durch Leidenschaft. Bei uns ist gerade die Kombination sehr schön. Ich setze auch gern auf die erfahrenen Leute, die haben einfach dementsprechend ihr Wissen. Ich bin vielleicht eher der junge Wilde, der dazu kommt, vielleicht ein paar Ideen hat, aber nicht immer ganz realisierbar sind, auch machbar oder möglich. Und ich denke, so ist die Mischung eigentlich ganz toll. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt 3, 10 oder vielleicht sogar 30 Jahre mache, das weiß ich noch nicht. Aber momentan fühlt sich's gut an.